Willkommen im Betriebshof Hagen. Der Zug für diese Reise befindet sich vor uns. Steigen Sie an Bord und machen Sie alles für die Abfahrt bereit. Ich hoffe. Oh Gott, diese Sonne wieder. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler direkt nach dem vorherigen Szenario, die Strecke zu starten. Ah, da. Dann laufen wir mal rüber. Wie wir sehen, eine Doppeltraktion. Das steigen sie und ein- und aktivieren sich die Batterie, indem sie 5 Sekunden lang halten. So, dann lösen wir die Batterie. Dann müssen wir in die führende Lok einsteigen. Hier dann nochmal dasselbe Spiel. Perfekt. Dann setzen wir uns hin. Hauptschalter auf neutral, um die Bremsen aufzuladen. Genau. Haben wir es ja auch bald geschafft. Hey, aber nach dieser Folge mache ich auf alle Fälle nichts mehr. Da steht schon mal fest, zumindest was das Aufnehmen betrifft. Vielleicht lüfte ich ja nochmal, damit hier ein bisschen mehr Luft reinkommt. So, auf vorwärts, Zugbremsen, auf volle Leistung. Bevor ich die in Position 1b bewege, warte ich, bis die Festplatte hier wieder sich beruhigt hat. Wait a second, aber der Wolken-Dings war doch einiges gut. Beruhigst du dich mal endlich hier, meine Güte. Machen wir mal auf 1b. Lösen Sie Hand- und Zugbremse und fahren Sie los, wenn Sie bereit sind. Dann lösen wir mal die Bremse. Dann die Handbremse lösen wir. Spitzensignale. Spitzensignale. So. Dann machen wir noch PZB und SIFA an. Und dann fahren wir. Richtung Hagen Hauptbahnhof, dem Umfahrgleis. Schöne Doppeltraktion. Mit Treibstoffwagen. Okay, sieht ganz gut aus gerade. Nach einer Zugbeeinflussung. Ruhigen Passage, ich konnte es nicht entziffern. What the f... Ich bin verwirrt.
wusste, das war jetzt fast schon ein bisschen schockierend. So, wenn man noch ordentlich Kilometer, bis wir dort sind. Über dem Umfahrgleis. So, wir sollen darüber fahren, dann müssen wir über den Ort Ennepetal, dann müssen wir scheinbar einen, haben wir scheinbar eine Notbremsung. Und dann fahren wir. Ich habe keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Wir sind 4 von 5, nennen wir es mal Sternen, dieses Szenario. Es kann ja nur in die Hose gehen. Der Wolkenfilm ist gerade sehr awkward. Dann hoffen wir mal, dass das gerade mal so bleibt und dass die Sonne nicht ganz so stark rauskommt, damit ich irgendwas sehe und nicht ganz zu sehr in Schwitzen komme, ohne irgendwas zu tun. Ich habe schon mal gesagt, aber die Sounds sind einfach nur nice mit dem ganzen Rumgequietsche. Es ist einfach schön. Schön lebendig. Wenn man so will. Das ist ein 70 Kilometer, aber schon alles klar. Teilweise tricky zu erkennen. Aufgrund des hohen Kontrasts, vermute ich mal. Den ich immer noch drin habe von der Sonne. Beziehungsweise von der Passage, wo die Sonne einfach die Einstrahlung hatte. Und geschienen hat, ist, wie auch immer. Beides. Zugbeeinflussung. Riskiere ich es? Ne, ich lasse es erstmal dabei. Kann ja immer noch sein, dass die Sonne wieder rauskommen will. Fahren nämlich schön am Hauptbahnhof vorbei. Zugbeeinflussung. Bisschen Geschwindigkeit können wir wieder aufbauen. Zugbeeinflussung. Oder? Nee. Hä? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hatten gerade mehr Punkte. Ich weiß aber nicht warum. Also war schön hier oben drüber mal zu fahren.
Sifa. Ah, schon nice. Muss man einfach mal sagen. Allerdings machen wir mal nicht so lange Mitfahrt hier. Oder Vorbeifahrt, besser gesagt. Boah, was ist denn... Oh, diese Festplatte ist irgendwie... Sifa. Triggern gerade wieder, dass sie wieder so stark belastet, sich belasten lässt. Zugbeeinflussung. Wollen wir hoffen, dass wir jetzt nicht allzu viel Geschwindigkeit aufbauen. Beim Backup fahren, ansonsten müssen wir sogar noch dagegen bremsen. Über einen Ort fahren, Ennepetal, in 10 Kilometern sind wir dort. Wir werden aber gleich erstmal Geschwindigkeit aufbauen, weil die ganzen Waggons sind, die drücken uns dann gleich nach unten. Ordentlich nach unten. Soll das zumindest der Fall sein, wobei, ja, schon Geschwindigkeit, die wir hier, ne, aufbauen könnten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt geht es wieder auf. Ist ja wie eine Achterbahnfahrt hier. Zugbeeinflussung. Fahren wir jetzt hier scheinbar auf die Güterstrecke. Denn diesen Abstand sind wir noch nicht gefahren. Ich glaube auch nicht im S-Bahn-Verkehr. Denn normal ist die Verkette ja woanders, soweit ich das jetzt einfach mal beurteilen kann. Diese Zweigleisigkeit der Strecken. Der Strecke. So. Können wir auch gleich wieder Geschwindigkeit aufbauen. 90 dürfen wir mittlerweile, bis wir 100. Aber die Geschwindigkeit müssen wir erstmal aufbauen. Kommt uns ein Kollege entgegen. Aber nur mit einfacher Traktion. Hat scheinbar nicht ganz so viel zu ziehen wie wir. Wir haben ja doch schon einen schweren Zug. Weswegen wir halt auch in Doppeltraktion fahren müssen. Oder weswegen wir mehr oder weniger dazu gezwungen sind, sagen wir es mal so. Der Abschnitt bin ich wirklich nicht gefahren, oder? Ich glaube nicht. Ich meine, im Sonntagsfahrerformat sind wir auf der Rhein-Ruhr-Osten-Strecke Dings gefahren, glaube ich. Nee, gar nicht wahr. Wir sind auch Güterzug gefahren, aber halt eher da so in Wuppertal rum, glaube ich. Aber hier auf alle Fälle war ich noch nicht gewesen. So, also hier sind wir noch nicht gefahren. Mittlerweile haben wir auch schon gut Geschwindigkeit aufbauen können. Bei den Schwungabnehmern der führenden Lokomotive ist ein Fehler aufgetreten. Sobald der Zug an einer Haltestelle ankommt, versuchen sie diese zurückzusetzen. Hoffentlich ist es nur ein Fehler im System. Okay.
verstehe. Das ist natürlich belastend. Moment auf der Strecke. Den Schrubben mal immer aufheben. Okay. Fehler hat sich selbst behoben. Fahren Sie weiter zum Betriebshof Roboter Langerfeld, wo Sie die defekte Lokomotive entfernen können. Hat sich der Fehler denn selbst behoben oder nicht? Bin mir unschlüssig, das ist ja aber gut. Ich habe eher das Gefühl, dass vielleicht nur noch dass nur einer uns ziehen kann, aber gut. Inwiefern hat denn der sich gehoben? Die sind doch gar nicht oben, meine Güte. So, jetzt aber, meine Güte. Wollen nicht? Nein, doch nicht. Geht doch. Dann wollen wir mal über Elbbetter jetzt wieder fahren. Schwere Geburt, aber gemeistert, soweit. Zugbeeinflussung. Brauchen wir es erstmal eh wieder, bis wir Geschwindigkeit aufgebaut haben. Bisschen was aufbauen konnten. Und da kommt die Sonne wieder raus. Wunderbar. Sie fahren.
Dann bringen wir mal die defekte Lokomotive zum Reparieren ins Werk. Haben noch gut Strecke, haben noch gut zu ziehen, gehen natürlich bergauf, alles super. Alles super, super optimal. Kilometer, also bei Ennepetal dürfen wir dann nur noch 120 fahren, falls wir überhaupt dahin kommen, was ich bezweifle. Ich bin ziemlich stark bezweifelt. Aber egal, wir rollen auf alle Fälle dorthin. Sifa. Das ist auch schön hier, schön grün, schön. Auch schön bedeckt für die Wohnhäuser, also zumindest die unteren Wohnungen. Das sieht schon schick aus. Muss man mal so sagen, ne? Oh, gleich geht's bergab, ich sehe das schon. Oder es geht gerade, das kann natürlich auch sein. Okay, dann erstmal geht's gerade. Ging lang genug. Bergauf. Sifa. Wie auch soll ich denn auf sich verdrücken, Mensch? Okay, an die 120 kommen wir sogar tatsächlich noch ran. Aber das war es dann auch. Hätte ich ja fast nicht gedacht, dass wir das schaffen. Einem Ort halten, Langerfeld, Rangierbahnhof in 7,5 Kilometern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann ziehen wir uns wieder den Berg hinauf. Aber da kommen wir jetzt auch schon ordentlich schneller dort an. Sifa. Interessanterweise. Zugbeeinflussung.
Mit V-Überwachung von 70? Zwangsbremsung. Ja. Zwangsbremsung. 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 Also so schnell mit bergab konnte ich bei dem Zug auch nicht runterbremsen. Wobei hätte ich schon. Sind ja. Ja, Schnauze. Zwangsbremsung. 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 Ja, ich glaube. Zeit von der Zeit her, gut, hätten wir vielleicht geschafft, aber ja, meine Güte. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Ja, ich hab's begriffen. Zwangsbremsung. 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 Endlich Ruhe, meine Güte. Warum müssen wir so ein langer Zug sein? Da werden wir wieder zugetextet bis zum geht nicht mehr. Vom ganzen Zugelaber habe ich keinen Plan mehr, wie das da gewesen ist. Meine Güte. Von 120 auf ja, die 50 Kilometer runter hätten wir. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, die Zwangse war unumgänglich. Also ich behaupte das einfach mal. Also genau sagen kann man es natürlich nur, wenn man das Ganze nochmal reproduziert, indem man das Szenario nochmal fährt. Oh, really? Okay, das war jetzt dumm. Das war jetzt richtig dumm. Ich dachte, es wäre klug gewesen, aber nein, es war das Gegenteil. Egal, passiert. Und 1,2 Kilometer dürfen sogar nur noch 60. Dann belassen wir es einfach mal dabei. Wir haben ja keinen Zeitplan einzuhalten. Zugbeeinflussung. Das ständige Bergauf und Bergab hier. Zugbeeinflussung. Da, wo das bergab geht, halten wir die Geschwindigkeit ganz gut bei.
Beeinflussung. Oh, 50. Von der ganzen Waggons hinten dran müssen wir natürlich, brauchen wir natürlich ein bisschen länger, haben wir natürlich einen längeren Bremsweg. Aber gut, wir sind ja auch gleich beim Rangierbahnhof, von daher passt das alles. Diesen Ort, den kennen wir ja mittlerweile schon. Aus dem Tutorial, soweit ich weiß. Zwangsbremsung. 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 Zwangsbremsung, 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 Zwangsbremsung. Okay, genau das Schnauze. Genau das wollte ich umgehen. Lösen Sie die defekte Lokomotive und packen Sie dies am Hof auf der rechten Seite nach der Fertigstellung. Kehren Sie zurück und Ihr Bestes, um mit der verbleibenden Lokomotive fortzufahren. Genau das wollte ich umgehen. Es wird 300.000 Kilometer vom Zielort stehen bleiben wegen Zwangse. Nein, ich koppel diese Scheiße nicht ab. Ich fahre erst nochmal diese 700 Meter nach hinten. Meine Güte. Es ist halt, wir sind 738 Meter oder 600 noch was Meter vom Ort entfernt. Wir stehen hier mitten drauf. Anstatt dass das Ding irgendwie nur so, keine Ahnung, bei um die 50 Meter oder 100 Meter irgendwie sich als erledigt lockt, nein. Warum auch? Wäre ja viel zu normal. Nein, das Ziel muss ja schon erfüllt sein, wenn man hier einen halben Tag noch zu laufen hat. Fahren wir jetzt einfach nach hinten. Sifa. Zugbeeinflussung. Wollen wir zum Stehen kommen? Dann koppeln wir die führende Lokomotive ab.
Er ist uns wieder auf den Führungssitz. Ich schalte jetzt einfach mal PZB und Siefer aus. Zum Rangieren. Halt immer ein langer Feldweiche. Wärme hier wieder. Unerträglich, und es ist noch nicht mal Sommer. Sehr schön gehalten. Wir sind jetzt hier. Ah, okay. Strecken wir mal den Kopf aus dem Fenster und fahren rückwärts. Wunderbar. Gut. Um die wird sich gleich gekümmert.
Dann laufen wir mal zurück zu unserer Lok. Vorwärts, was volle Leistung? Dann hier wieder Sie vor dem PZB anschalten. Plan um 10.20 Uhr ab. What? Gut, dann wollen wir mal einfach bei den Oberbahnen halten. Wenn der Zug es schafft. Schließlich keine Doppeltraktion mehr. Man fast gar nicht merkt. Zugbeeinflussung. Bin mal gespannt, wie viel Medaillen wir bekommen. Ja, ich vermute mal, wie in der letzten Folge bereits vermutet, wird es keine Goldmedaille werden. Ich schätze einfach mal, dass es eine Silbermedaille mindestens maximal wird, vermutlich eher eine Bronzemedaille. Alles was drüber ist, kann man uns noch mehr darüber freuen. Zugbeeinflussung. Vielleicht geht es ja ordentlich bergab. Deswegen nehmen wir mal Leistung raus. Damit wir es gleich etwas entspannter haben. Wir sind noch nie diesen Weg hier rausgefahren, wir sind immer nur hier hochgefahren. Zum Werk. Zum Betriebsdings. Betriebshof.
Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Nein, falsche Richtung. Zugbeeinflussung. Wir fahren vermutlich nochmal über die Strecke oder auf die Strecke rauf. Na, oder doch noch. Oder auch nicht. Sifa. Wir müssen das sowieso gleich halten, also wirklich viel Geschwindigkeit brauchen wir gar nicht mehr aufbauen. Zeitlicher Aspekt ist sowieso irrelevant. Soweit ich zumindest weiß, ne, also. Sifa. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Solange wir nicht wieder JWD wiederhalten, weil das hat uns da gerade eben auch schon mal ungefähr 180 Punkte gebracht. Und das ist bei solchen Szenarien verdammt viel. Mal bei den Güterzügen halt nicht immer diese plus 1000 mögliche Punkte pro Haltestopp, pro Entladung und Beladung von Fahrgästen bekommt. Sifa, Sifa. Zwangsbremsung, Zwangsbremsung, Zwangsbremsung. 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 Gut gemacht, dass sie so weit gekommen sind. Sie haben den Fehler gut gemeistert. Und wir haben ihnen 1000 Punkte abgezogen wegen diesen verfickten Zwangsen. Und sie werden garantiert keine Bronzemedaille. Oh, Goldmedaille. Wow. I'm surprised. Wir sind Level 32, wir sind kurz vor Level 6 von Rhein-Ruhr-Osten, wir sind ein neues Level von der BR 185.5, meine ich. Wir haben 49 Minuten dafür gebraucht, 24,8 Kilometer zurückgelegt und überraschenderweise 5829 Punkte bekommen, was eine Goldmedaille entspricht. Das ist auch super. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es sehe ich dann im nächsten Video wieder hier. Wir haben noch ein einziges Szenario von Rhein-Ruhr-Osten vor uns. Oder im anderen Video hier von Trainsim World oder hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.